Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir waren stehen geblieben, als wir hier quasi die Runen hochgefahren haben. Obwohl, anscheinend hat es nicht mal gespeichert. Er hat einen anderen Dings geladen. Schon mal kurz nachgucken. Wie ging denn das? Das war's, ne? Das da drüben war's auch nicht. Ups. Warte. Bitte kurz einen Moment. Achso, es war, wenn die auf Beenden geht. Option, laden. Manuell. Laden wir mal schnell das, weil das war ja da, wo wir schon quasi alles hochgefahren haben. Ich glaube, da waren ja nochmal zwei Bosskämpfe. Also nicht Bosskämpfe, aber halt Kämpfe dazwischen, die würde ich eigentlich nicht gerne wiederholen. Allein weil jetzt doch eine große Pause zwischen den letzten Folgen war und es kacke schwer ist, überhaupt wieder dann reinzukommen. Vor allem die Konzentration wieder zu erlangen, die man davor hatte, wenn man irgendwann eingespielt war. Und naja, dann muss ich jetzt natürlich gucken, dass ich wieder reinkomme und dann weiter in Richtung des Nestes uns begeben. Okay, es war also doch noch nicht bereit. Obwohl ich mich eigentlich doch stark erinnere, dass das eigentlich fertig war. Eigentlich. Dann stand ich ja eigentlich schon auf dem Weg zum Gehen. Naja. Weil das ergeben mir jetzt ruhen. So werde ich nochmal angegriffen. So miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Ich werde nicht angegriffen? Gut, dann schnell. Was ist das? Ein Boot. Gut, dass ich nicht angegriffen werde. Dann habe ich ja wenigstens das Problem nicht mehr. So. Dann gehen wir mal zur Sandschale, machen da die Runendinger fertig und dann auf zum Nest. Davor das wieder kurz gerätselt. So, andocken bitte. Gratis, mein Lieber. So, dann mal los. Vater, die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Und? Die bedeutet? Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Okay. Junge. Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer Sie sind oder was Sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lüge. Was passiert? Okay. Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Ringtempel, Grab. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner. Hinter mich, Junge. Ja, anders. Danke. Yo. Bin noch nicht so weit. So, während der mit der Ablenkung sorgt. Der war scheiße. Nee, hat alles gut gegangen. Ich mach grad einen anderen. So, jetzt wieder schön aufwerfen, bis das Vieh tot ist. Der ist ja mutiert, das ist nicht gut. Den
Hammer. Und jetzt kommen noch mehr. Sind wir ernst? Also, alle kann ich nicht kümmern, Junge. Du musst schon was machen. Ich mach grad viel zu viel Mutanten. So. Ihn in die Moves, ich schieß gar nicht mehr. Nee, ist aber der falsche. Zack, zack, zack. Stimmt, ich bin nicht. Gone. Dem, so, den haben wir. Was? Komm. Das muss ich halt. Lebt noch! Ich muss schon ein bisschen Hilfe. Dann ist er immer. Zack. Das war das. Uiuiui. Der war richtig scheiße hoch. Deutsch gar nicht eigentlich. Wenn ich ihn da hinten killen. So, den haben wir jetzt. Komm, gib mir den Stein. Die haben wir fast. Da brauchen wir jetzt nicht noch irgendwas anderes. Viele, mach mal hier ein bisschen. So, jetzt haben wir sie klebt beide. Noch einmal und zack. Gut. Wir haben leider keinen Stein mehr. Das können wir uns gleich noch später nochmal richtig aufregen. Bestiarium. Dunkelalp, das. Okay. Warte, nochmal. Warte mal, nochmal. Dunkelalpen, ich habe was mit Einfrieren gelesen. Das gefällt mir gar nicht. So, Alp. Wenn wir es schaffen, ihn einzufrieren oder zu schwächen, können sie nicht in die Luft. Es nicht in der Luft erholen. Aha, also kannst, wenn du die einfrierst, könnte ich dich nicht heilen quasi. Gut zu wissen. Was da? Ach, hier ist die Schüssel und hier ist nochmal. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Wer sind eingesperrt? Keine Ahnung, was es ist. Ist hier hier? Ich dachte, hier wäre hier. Warte mal, jetzt kann ich hier was machen. Mach dich bereit. Was? So mal schnell killen, das hier. Weil da hab ich wieder Schaden gekriegt. Hoffentlich war's. Und nicht das Beste. Gut, und da drüben ist auch aufgegangen, ne? Heller Alp, den hat's ja erwischt. So, Hack Silber. Gut, so, hier kommen wir anscheinend noch nicht durch. Ach doch, jetzt kommen wir auch hier durch. Also, das ist nicht da, wo ich gerade dachte, wo wir wären. Warte mal, wo war denn dieser Seitengang? Doch, doch, das war da, wo ich dachte, wo wir sind. Warte mal. So. Was ist das schon wieder? Mach mal auf das Ding. Und?
Wir haben ein mächtiger Feuerzieher, der eine kleine vertikale Welle mit mittleren Frostschaden verursacht. Geh mal ins Menü, das will ich mal sehen. Das ist schwer. Dann finde ich das doch schon wieder schöner, wenn ich ehrlich bin. Obwohl es halt nur Linie ist, ne? Warum kann ich das eigentlich gerade nicht auswählen? Ach, ist ausge... Hä, die sind doch nicht alle ausge... Warte mal. Ach so, weil das nur abklingt, also... Quasi, weil ich das Ding noch nicht ganz fertig habe. So. Hä? Ist jetzt die Rune fertig? Guck mal, ich krieg's auch noch. So, nochmal Hacksilber oder was? Perfekt. Jetzt kann ich ändern. Ich würde dann gerne, warte, das wird der Rasenfrostriese, würde ich in die umwandeln. Warte, wie viel? Na gut, 1500, behalten wir mal noch. Oh nein. Nee, nee. Ist hier drüben Gegner? Nein. Nehmen wir mal auf, das Ding. Das kann ich nicht. Warum kann ich denn das nicht? Wie kriege ich denn das jetzt auf? Das ist ja eigentlich gerade kein Weg. Hier. Also es ist bloß hier Loot. Das hat nichts damit zu tun, das aufzukriegen. Und an das Ding kann ich gerade nicht ran, weil es nicht geladen ist. Dann müsste ich ja erst noch die Energie holen. Die Energie kriege ich erst hier hinten. So, erstmal nochmal hier rechts. Vielleicht finden wir am Stein irgendwas. Nope. Schade, schade. Na dann. Nicht so schnell, sonst kriegt man Klee wieder voll auf den Sack. Geht's dir gut? Was zum Teufel ist das da hinten? Ich muss auf irgendwas ablenken. Ich kann nicht auf alles achten, muss was ablenken. Du musst was ablenken. Ich habe erstmal voll kassiert, weil die einfach nicht Dings haben wollten. Der wollte einfach nicht auf den Jungen anspringen. Die beten. Die Sache ist jetzt. Ist das schon leer? Nee. Von den Käfigen fern. Scheiße. Ich weiß nicht, müssen wir mal genau dasselbe machen. Mach dich bereit. Ich will einfach passiv spielen, dann habe ich das nämlich gemacht, ohne Leben zu verlieren, habe ich mal Full Life. Jetzt drüben hole ich mal schnell. Ach nee, es ist ja jetzt alles wieder nicht mehr drin, stimmt. Hier rüber, dann muss ich hier mal durchwerfen, zack. Muss hier rüber und muss durchlaufen. Dann geht die. Ach, die Truhe ist jetzt auch schon geplündert. Ach so. Aber ist es dann doch schon ausgewählt? Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich alles anders jetzt gemacht. Naja, dann kümmern wir uns jetzt um das Rest von den Viechern. Und vor allem müssen wir versuchen, dass der Junge die anlockt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Das Vieh steht voll im Weg.
Nähe. Tu mal das Vieh da anlocken. Was mache ich da bitte gerade? Hui. Junge? Mach mal hier irgendwen. Hau mal ein. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Okay, den haben wir wieder hinten. Gut gemacht. Danke. Guck mal, den nehme ich hier per Wurf. Das ist der letzte. Jetzt kann ich quasi noch den machen, das einfach nur durchwerfen. So einfach die Axt immer wieder drauf und schießen. So. Und das letzte Mal. Damit hätten wir die auch. Gut, 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 gut. So. Obwohl ich muss sagen, eigentlich geht's ja gerade. Dafür, dass ich immer noch auf God of War Modus spiele. Wir haben hier eine Rune. Da hinten ist eine. Okay, so geht das schon mal, ne? Das heißt, ich werfe hier die Neue. Versucht die jetzt rauszuholen. No. So ging es schon mal nicht. Probieren wir es so. Ne. Mist. So, eins hat man dann schon mal. Es fehlen nur noch zwei. Ich würde mal sagen, Weiz. Wird es wahrscheinlich nicht gehen, bis ich die brauche. Oder was passiert, wenn ich hier dran drehe? Lassen wir das mal kurz und gucken uns nochmal um. So, da war eine, da komme ich gerade noch nicht hin, wirklich, soweit ich das sehe. Ist hier unten denn irgendwo eine Rune, dass ich sagen könnte, ich weiß, dass ich runtergehen muss? Gut, ich würde sagen, wir finden hier keine mehr. Ich würde einmal runter und dann gucken, ob wir unten welche finden. Wo ist das Ding? Warte mal, kann ich hier hochspringen? Ne. Gut, dann gehen wir auch noch. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Aha, knifflig. Echt knifflig. Oh. Das ist doch ein Scherz. Was für ein Seitengang? Ach so. Ach ja, ich kann ja auch werfen, während ich hier an dem Rad bin, ne? Hab schon vergessen. Junge, warte mal. Werden ein paar Runen auftauchen. Einmal hier. Ne. Das ist scheiße schnell. Warte mal, ich hab einen Plan. Okay, ich habe einen neuen Plan. Ich bin noch nicht weit genug unten. Nee. So, jetzt doof.
Jetzt. Falsch. Ich drücke mal Dreieck. So, jetzt. Da sehe ich schon die innere Rune blinken. Und da drüben sehe ich schon die andere blinken. Zack. Jetzt lass mich bitte hoch. Ich möchte die Kiste öffnen, die ich mir jetzt mehr als verdient habe. So, was kriegt man? Und es ist der... Warte mal, ist es jetzt... Ne, wir haben mehr. Noch mehr. Ja, also der Balken, der gefällt mir mittlerweile. Schön lang. So, jetzt würde ich gern wieder nochmal runterfahren. Ich habe da noch eine zerbrechliche Wand gesehen und ich habe den Gang gesehen, von dem der Junge geredet hat. Hier, guck mal hier rechts. Das sieht so zerbrechlich aus. Nicht? Echt nicht, oder mal, was passiert? Ah, guck mal hier. Da komme ich an die Kiste. Nice. Und was da jetzt gewesen? Ein neuer Armschutz. Der Runen Unterarmriemen. Armschienen. So, was verliere ich denn? Ich verliere ein bisschen Abwehr und ich verliere ein bisschen Stärke. Also, ne. Runenkraft ist mir nicht ganz so wichtig. Dann bitte wieder runter. Aber wir haben wieder Materialien erlangt. Das ist natürlich auch sehr wichtig. So, dann haben wir jetzt quasi, glaube ich, mal alles hier mehr oder weniger genommen und können jetzt weiter. Außer hier gibt es nochmal so ein Rätsel, das glaube ich nicht. So, na dann. Rück mit der Axt und jetzt gehen wir hier weiter durch den Tunnel. Hier ist nochmal so ein Ding. Unrecht. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Was war das? Was ist denn hier links? Ganz viele Kristalle. Okay, also gar nichts. Und hier rechts haben wir was offen. Und hier wird es rauskommen. Und hier auch. Kann ich denn an dem Rad drehen? Ja. Was hab ich jetzt damit gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe was vorne gemacht. So, warte, erst mir haben wir jetzt das frei. Ich verstehe es gerade, ne? Was hat das mir gebracht? Warte mal. Ich will gerade mal. Ach so. Hier gibt man das Ding daher. Ist der Rückweg. Weil ja das Ding zugeht. Wir hätten keinen aktiven Rückweg, deswegen ist das so. Ne. Guck mal, jetzt kommen wir hier. Schöne Rage zünden. Das ist natürlich schon wunderschön. Ja, also wenn das immer so wäre, ne? Junge! Na,
Oh. Oh, es wird hier noch gespammt, ey. Okay. Ach, das ist jetzt der Typ, den wir gerade eben hatten. Das ist wahrscheinlich der Boss oder so, der Dunkelalben. Der ist geflohen. Nee, der ist noch da. Kommt her. So, jetzt schießt man ein paar Mal drauf. Und jetzt wieder Angriff. Kack. Zack, zack, tot. Danke. Resiarium aktualisiert. Dunkelalbkrieger. Diese Art scheint stärker als der durchschnittliche Dunkelalb zu sein. Sie schwingen ihre Waffen so heftig, dass sie eine Schockwelle erzeugen, wodurch man ihre Angriffe nur schwer ausweichen kann. Ja, das habe ich gemerkt, dass das neue Gegner sind. Wo müssen wir lang? Hier. Bedeutet natürlich, wir gehen überall lang, außer... Und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Ich weiß. Kann ja trotzdem mal träumen. So, deswegen können wir trotzdem zur anderen Richtung gehen. Da ist irgendwas. Das ist noch zu, ne? Wie kriegt man denn sowas hier weg? Ja gut, wir killen den Kern, als Seeking Kern. Warte mal, vielleicht der Kern auch von hier sichtbar. Da unten. Ist auch nicht der ganze Kern. Dann hab ich Kai, warte mal, da war doch gerade wieder ein Vieh. Ich hab's doch fliegen gesehen, naja, egal. Hier auch nicht, ne? Hier brauchen wir auch so einen Stein. Das heißt, wir sind eher abgeschnitten und müssen den Weg gehen. Gut, na dann. Bewegen uns durch diese Tür in Richtung was auch immer. Brauchen wir bloß eine Sehne, ne? Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Also hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Hier ist eine schöne Truhe, wo ich auch noch nicht reinkomme. Und ich glaube, hier kamen wir her, ne? Ja. Hier müssen wir erstmal weiter geradeaus gehen. Das ist ja schlimm. Wir werden hier gezwungen, geradeaus zu laufen. Hat nichts gebracht. Mehr davon. Ja, so können wir es machen. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Immer. So, also wir können jetzt quasi hier rüberlaufen und es werden wahrscheinlich von Alben angegriffen. Stimmt's? Nicht? Hier müssen wir hoch, das sehe ich jetzt schon. So, warte, nee, wir müssen hier schon wieder Kletterpartien machen. So. Da sind sie. Das ist ein großer. Lenkt ja wohl nicht ab, ne? Aber nachdem die so einen Angriff gemacht haben, sind die geschwächt. Ja.
So, jetzt killen wir den mal schnell. Den Hammer. Kümmert dich mal um den. Kommt gerade ein Schuss oder so. So, den Hammer, jetzt was schießt die ganze Zeit auf uns. Bin so weit. Was zum Teufel ist das? Ach, das sind doch Viecher. Einer der Vergessenen! Ne! Wie tötet man etwas aus Stein? Du findest seinen wunden Punkt! Alles klar! Der wunde Punkt ist doch sicher in der Mitte, oder? Ne? Nicht von weitem! Du hast ein Stück abgeschlagen! Das können wir gegen ihn verwenden! Wie gegen ihn? Könnte deinen Kopf werfen. Wie viel Leben ich eigentlich jetzt schon verloren habe. So, schwächen, schwächen und Angriff. Also schwere Angriffe. Oh, geile Aktion. Ich hab gerade angegriffen, ne? Oh ne. Ne, dachte schon, so ich mal kurz ein bisschen hier, ne? Hui! Der Arschkrebs könnte man kurz in Ruhe behalten. Gar nicht gerade gegen den anderen. Kämpfe. Wo ist das Vieh? Doch, passt euch. So, alle, wir haben ihn clear. So, jetzt haben wir den. Passt. Oh, danke. Das ist richtig schlecht, dass der mich ausbrechen kann, aber ich. Wenn es am schlechtesten ist. So. So, schieß nochmal drauf. Ach, Kacke. Ich dachte, ich könnte ihn gerade angreifen. War jetzt erstmal das Vieh killen. So. Wo ist das Ding? Dann zeig mir mal deinen Kern. So. Hammer. Was hat er fallen lassen? Ist das Rage? Gut. Bestiarium. Steinvergessener. Einer der Vergessenen. Unglaublich. Wusste Mutter, dass sie noch leben? Sie wurden immerhin, naja, eben vergessen.
Wahrscheinlich sind sie ein Teil von Chimir und existieren schon seit Anbeginn der Zeit. Ich dachte, sie wären alle in Midgard. Warum sich dieser wohl in Alfheim aufhält? Halte Wache, Junge. Vergessen Herz. Vergessen Trümmer. Life und Hacksilber, Weicher, was auch immer. Und was ist das letzte? Herz von Alfheim. Seltener Zauber reduziert jeglichen Schaden durch Angriff von Dunkelalben um 12%. Nee, ich weiß nicht, wie lange sind wir denn noch in Alfheim unterwegs? Das sagen wird, es ist unbedingt nötig, dass wir das alles haben. Zuerst mal hier rein. Ich werde mal sehen, was wir hier noch drin haben. Was auch immer, Sturm. Ein schnell rotierender Nahkampf, der umstehenden Gegner fast nebligen Schaden zufügt. Was hab ich denn davor gehabt? Das hier. Das habe ich eh nicht genutzt, fällt mir gerade auf. Finde ich das eigentlich doch besser. Gut. Dann, das Ding machen wir noch nicht kaputt, weil ich erstmal Life haben möchte. Für alles, was auch möglich ist, passieren könnte. Man weiß ja nie. Das ist God of War. Noch mehr Life. Hier haben wir noch ein bisschen Rage. Rage haben wir deswegen wieder voll. Perfekt. Jetzt haben wir alles voll und können das Ding kaputt machen. Zack. Damit haben wir das fette Vieh gekillt. Warte mal, zwei sind verfügbar, er geht rechts. Heißt, links darf nichts sein. Nichts, was verlangen hat. Okay, ja, haben wir leider Tote. Aha, noch mehr davon. Kriegsbeute. Und was ist das für ein Artefakt? Das ist so eine Art Horn? Oder, keine Ahnung, irgendwas in der Art. Gut, naja. Machen wir erstmal weiter. Warum ist hier unten? Achso, da blinkt nichts wirklich blau, was wichtig ist. Na dann gehen wir mal in. Warte mal. Vielleicht schwebt hier noch was? Nee. Gehen wir mal in Richtung Herz. Mittelpunkt. Wenn wir nicht zufälligerweise noch von irgendwas getötet werden wollen. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Vielleicht kriege ich es auch das hier drüben auf. Oder nicht? Boah, irgendwie müssen wir da reinkommen. Ich verstehe es bloß noch nicht. Was wir brauchen, um diese Türen zu öffnen. So, jetzt fahren wir erstmal Fahrstuhl. Fehlt nur noch die Fahrstuhlmusik. Die blaue Tür, wir sind da. Den Tempel betreten als nächste Aufgabe. Na dann. Wenn uns jetzt hier zufällig nicht nochmal was angreift, können wir einen Schrein gehen. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ringtempel. Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Nee. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Oh, Kacke. Könnte doch einmal einfach sein. So, wir laufen einfach mal links lang. Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Da, guck mal. Ich sehe da drin, hier ist der Kern, oder mal? Mist. Hat nicht geklappt, glaube ich. Oh. Ich hätte vielleicht so einfach gleich durchwerfen sollen. Warte mal.
Hier ist prinzipiell nichts. Wir hatten drei Glocken. Eine hat ich ja schon gesehen. Hier unten haben wir gerade gekämpft, fällt mir auf. Wir haben hier links eine. Hier mit drin eine. Die treffen soll da. Okay, die haben wir. Dann halt die. Wo war jetzt die letzte? Die war hier drüben, ne? Ach, hier. Warte, warten wir mal, bis alles hier da ist. So. 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 Nächste Tür offen. Dann öffnen. Was kriegen wir jetzt? Wir haben einen Rage-Hörner, ne? Ja, wir haben 3 von 3 Hörner. Wir haben Hörner und Rage. Maximal Rage erhöht. Sie haben 3 Hörner mit Blutmet gesammelt. Maximal Rage erhöht. Okay. Interessant. Gut, dann können wir jetzt den anderen... Beziehungsweise müssen wir den anderen Weg gehen. Ach nee, das hat gerade so gespiegelt, als wäre da nochmal ein Monster. Was ist das denn hier? Einfach eine Pflanze, ja. Gut, dann haben wir keine Wahl, wir müssen rechts rum. Schon wieder der Zwerg. Sindri? Ja, was macht der denn ständig hier? Hey Sindri! Hier lang. Oh. Hey Sindri! Siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Wir können eine Nebenaufgabe annehmen, leckt mir doch. Oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte, Mathurin Semgengur Egin Wegumhans. Gengur-in. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Sindri. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Pass auf, wo du hingehst. Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern. Aber die meisten wollen einen umbringen. Klar. Gibt's denn was anderes zu sagen? Zwar nichts an, aber an deiner Stelle würde ich mir dieses Symbol vom Hals waschen. Aha. Es soll uns angeblich schützen. War das gelogen? Oh nein, es ist ja tatsächlich ein Schutzsymbol, aber um aus diesem Pigment streichfähige Farbe zu machen, mischt man es mit Keilerurin. Und ist das wirklich besser als der Tod? Vielleicht ein wenig. Naja, ist ja dein Hals. Okay, es sind wirklich geschützt. Henry, warst du schon immer so... Reinlich? Ha, das wünschte ich. Nein, ich war genauso unhygienisch wie alle Zwerge, bis mich eine Warnenhexe aufgeklärt hat. Sie fand mit ihrer Magie heraus, dass auf allem, das uns umgibt, Millionen von winzigen Tierchen sind. So klein, dass man sie nicht sehen kann. Nein. Es stimmt. Und wenn sie in dich hineingelangen, machen sie dich krank. Aber die Hexe sagte, es gäbe eine Holzart, Eiche, die als natürliches Abwehrmittel verhindert, dass sich die Biester vermehren. Darum mache ich nur noch Eichengriffe. Siehst du, ich denke an alles. Genug davon. Zurück an die Arbeit. Was kann er uns noch alles erzählen? Junge. Ach, schon gut. Sogar eine sehr gute Frage. Weißt du, mein Bruder ist nicht so sorgsam wie ich. Halt dich fest. Er benutzt bei der Arbeit mit dem Metall seine bloßen Hände. Keine Handschuhe. Er sagt, nur so könne er hören, was das Metall werden will. Wenn du zu viel Rohsilber anfasst, wird deine Haut irreparabel verändert. Das heißt für immer. Sprich ihn aber lieber nicht darauf an. Du weißt ja, wie empfindlich er sein kann. Das ergibt wohl Sinn. Kann uns noch was erzählen? Warum verträgst du dich nicht mit deinem Bruder? Ich? Mit ihm vertragen? Weil er ein Dickschädel ist, der sich niemals ändert.
weil er schreckliche Dinge über mich sagt. Nur weil er unsicher ist, was seine Arbeit angeht, die, ich versichere euch, nicht gut ist. Weil er mir die Schuld gibt für etwas, wofür ich nichts kann. Für was? Entschuldige mich bitte. Ich muss mich sammeln. Ja. Achso, er soll nicht mal mit uns reden. Dann müssen wir handeln. So, was hat er denn jetzt da? Kaufen. Verkaufen kann ich auch Sachen. Herstellen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz wieder rechts gucken, was da steht. Verstärkte Platten, die durch die Macht eines vergessenen Herzens Resistenz gegen alle Menschschäden bieten. Viel mehr Abwehr, viel mehr Stärke, dafür haben wir ein bisschen viel, was auch immer, haben wir nicht genug Herzen. Haben wir eigentlich schon irgendwas, was wir jetzt nicht neu haben? Aber wir haben jetzt quasi überall die vergessenen Rüstungen dazu gekriegt. Und dafür brauchen wir das vergessene Zeug. Ja, lieber Junge. Guck mal hier. Ja, eigentlich würde ich mein Glück nicht loswerden. Aber wir haben doch eh schon blau, deswegen würde ich das was lassen. Talisman. Lass mal, wenn das ist, was ich denke, dann verbessern. Haben wir noch keine Frostflamme. Klauenbogen ist auch nicht möglich, ist auch nicht. Brustpanzer ist auch nicht möglich. Armschutz wäre möglich. Die trage ich gerade, ne? Nee, will ich aber, ne? Kaufen. Warum will ich das kaufen? Ich dachte, das habe ich schon. Verkaufen. Das kann weg. Und vergiss nicht zu atmen. Die Kriegsbeute, da kann weg. Das lassen wir mal noch da und Ressourcen lassen wir auch da. Manche gut. Ist es klüger, doch nichts zu kaufen. Gut. Dann gehen wir mal durch den Tunnel Richtung was auch immer. Oh nein, die Musik verändert sich. Das bedeutet wahrscheinlich, irgendwas wird passieren. Ist natürlich schlecht, dass eigentlich die Dunkelalpen um das Licht gewonnen haben. Und den Kampf um das Licht. Oh nee, wenn wir hier runterspringen, heißt das, uns greift was an. Ja. Oh, Unterstützung durch meine Mates. So. Das war jetzt nicht das Beste, was passieren konnte. Aber kackt drauf. Ihr müsst mich unterstützen. Ich brauche volle Unterstützung. Zu den machen wir jetzt das Leben. Das müsste eigentlich funktionieren, wenn er sich irgendwie abhaut. Jetzt immer wieder angreifen, bis der tot ist. So, den Hammer. Was? Nicht so ernst. Vielleicht könnt ihr eigentlich quasi unendlich viel EP holen. Weil der immer wieder neue beschwört. Machen wir den mal jetzt drüben fertig. Wo ist ein Schindler-Typ gerade? Da, der kommt auf mich zu. So, und weiter. So, den haben wir für den Zauberer.
Zauberer Hammer, jetzt geht's noch zum letzten Dunkelelf. Oder Alp. Alpen sind das, nicht Elben. Hat man davon, wenn irgendwie jedes Universum irgendein Stück zusammengeht und fast gleich klingt. Und tot. Das hat echt gedauert. Was ist das? Hacksilber. Ich sehe hier so ein Ding. Womit die wohl verbunden sind? Ich frage mich wirklich gerade, was. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal da. Oder so. Hier hinten ist nur eins, ne? Ach, das ist ein Fass. Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Dann bin ich Nacksilber. So, kann ich was kaputt machen? Nee. Wir haben irgendwas verändert. Ich habe keine... Ach, hier. Hm, ja. Ich habe die Kiste nicht mal gesehen, aber die haben wir verändert. So. Weiches, was auch immer, Stahl. Gut. Gut, gut, gut. Ich höre schon der Gegner. Ach, das sind solche Dinger. Der war richtig kalt geworden. Das sind ja Selbstmörder-Dinger. Sind nix. Yo, komm. Ist auch Bullshit gerade. Ich habe überhaupt keine Übersicht gerade. Zack, zack. Au. So, die müssen alle schön abgelenkt sein. Ja, ich wurde gerade getötet. Naja, würde schon sagen, endet ja klar mit diesem Tod die Folge zu God of War. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.